Nehmen wir Daniel Kimling von Team Marshmallow, der gerade gegen Roman Kabanov vom Carlson Gracie Jiu-Jitsu Team Germany verloren hat. Via Kimura, man sieht, dein Arm ist verletzt. Daniel, du hast also wirklich also nicht einfach aufgegeben, sondern man sieht wirklich, du hast gekämpft bis zum geht nicht mehr. Daniel, im Stand sah es wirklich gut aus. Ich habe im Stand sehr viel mit Markus trainiert. Kennt ihr Markus Jöpke von Respekt. Er hat mich richtig fit gemacht. Ich hoffe, da hat man gesehen. Stand ist richtig gut geworden. Dann hat er sich langsam rangetastet in den Clinch. Ich habe am Anfang runtergebracht und er hat direkt angefangen zu arbeiten. Man hat seinen Purple Belt Jiu-Jitsu wirklich gemerkt. Aber eng ohne Ende, hat von Submission zu Submission gewechselt, aber ich habe mich immer noch verteidigt, bis dann schließlich zu viel wurde in der zweiten Runde. Ja, wir hatten letztes Jahr schon bei der DGL gesprochen. Du hast gesagt, dieses Jahr geht's richtig los. Du hast zwei Siege jetzt zuletzt gehabt, bist auch hungrig hereingegangen. Und man hat auch gesehen, also wie du es gerade angesprochen hast, es hat sich wirklich rentiert, mit Markus zu trainieren, weil du hast sehr, sehr schön bis in den Geraden durchgekommen, auch mit ein, zwei Schwingern im Stand. Sah das richtig, richtig gut aus. Im Stand habe ich mich auch wirklich wohl gefühlt. Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, nach dem ganzen Einzeltraining, die Stunden, die Markus in mich investiert hat, auf dem Boden sowieso mit Jörg, dachte ich, da kriegst du ihn. Ich habe vielleicht sein Purple Belt ein bisschen unterschätzt. Aber als dann runterging, in der ersten Runde hat er den Kimura schon mal angesetzt, habe ich mich auch so rausgedreht, da hat der Arm schon geknackt. Habe ich gesagt, geht noch. In der zweiten Runde war es dann wirklich kauteng da und ich habe gedacht, jetzt selbst, bevor er wirklich weg ist. Ja, ich habe mich auch gewundert. Also du hast den Clinch gehabt, du hast ihn in den Bärhack geholt, hast ihn dann runter zu Boden gebracht und dann ging es ja eigentlich los. Als erstes hat er probiert, einen Triangle zu kriegen, hat dann deinen Arm genommen, hat probiert, einen Straight Armbar zu machen, du hast ihn zweimal probiert, da rauszuslammen. Also du hast da irre gegengehalten. Natürlich, ich kann nicht einfach aufgeben. Ich wollte einen Superkampf liefern, ich hoffe, ich habe es gemacht, auch wenn ich verloren habe. Und jetzt scheiß drauf, auf den nächsten vorbereiten. Ja, und du hast auch gesagt, also denn der Arm war schon angeknackt. Er hat in der ersten Runde probiert, die Kimura zu kriegen. Er hat auch eben selber zu mir gesagt, er hat das Knacken nur mitbekommen und hat deswegen in der zweiten Runde die nochmal probiert zu holen, den Arm attackiert. Hast du dann gemerkt, dass er probiert hat, auf den Arm nochmal zu gehen? Ich habe gemerkt, dass er auf den Arm geht. Ich dachte, wenn ich jetzt einfach wieder überwerfe und in den Guard rolle, könnte ich mich wieder draus befreien. Er hat genau darauf gewartet, hat die Sekunde abgewartet und hat dann einfach durchgezogen. Super gemacht, strategisch, weil er wusste, dass der Arm eh schon angeschlagen war. Naja, also wie du schon wirklich sagst, er hat einfach Blut geleckt gehabt, er hat das Knacken gehört, hat gemerkt, okay, das ist der wunde Punkt und hat genau da angesetzt. Wie beeindruckt warst du eigentlich von deinen Bodenfähigkeiten? Weil du sagst Purple Belt, ne, Carlson Gracie Jiu-Jitsu Team, der Name, der verpflichtet. Aber du kommst ja auch aus einem sehr, sehr guten Team mit einem sehr, sehr guten Trainer, was das BJJ angeht. Ja, wie beeindruckt warst du jetzt eigentlich vom Roman? Im Endeffekt war ich ziemlich beeindruckt, weil ich habe mir seine Videos angeguckt, seine Kämpfe, auch einige Jiu-Jitsu-Kämpfe, da dachte ich mir, okay, er scheint Kraft zu haben, er scheint viel mit Kraft zu arbeiten, aber schauen wir mal, wenn ich mich bewege, wird das schon. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war wirklich sein Eisenschädel im Stand und im Boden. In der ersten Runde habe ich ihm einen schönen Hammerfist aus der Guard verpasst, da lacht er mich an und sagt, boah, die war gut. Wie ist denn das eigentlich in dem Moment? Du gibst einen richtig vollen Mottenschlag und jemand lacht dich an. Ich meine, was ist das für ein Gefühl in dem Moment bei dir? Im ersten Moment ich war, hey, der hat gesessen, sonst würde er nicht lachen. Ja, also dann ist es eigentlich so, dass du dann in dem Moment, wenn er dann lacht, das nicht so siehst, von wegen, ja, das ist die Verzweiflung packt und denkst, jetzt habe ich ihm meinen besten Schlag gegeben, sondern du weißt, der schauspielt jetzt. Du hast ihm wehgetan, ja? Genau, aber dann geht es eigentlich nur weitermachen. Der hat wehgetan, wenn jetzt noch ein paar kommen, hat er richtig Probleme. Und Daniel, also bei dir reißt es ja nicht ab. Du bist jetzt demnächst bei Real FC, dann am 7.7. auch bei Kio. Ja, habe ich gehört, du hast einen Superfight, einen BJJ-Kampf. Möchtest du dazu mal was sagen? Gerne. Das Ganze wird im Rahmen meiner Purple Belt-Prüfung im Jiu-Jitsu ablaufen. Der Gegner ist kein Unbekannter, wird nachher auch im Käfig stehen. Ich werde gegen Nico Karlstahl Lohmann im BJJ kämpfen. Ja, man hat ja irgendwie das Gefühl, also du und der Nico, ihr macht ja momentan hier ein richtiges volles Programm. Heute seid ihr beide in Trier, dann seid ihr dann in noch nicht mal ganz 14 Tagen, sind wir dann schon wieder bei Real FC und danach schon bei Kiro. Also dieses Jahr habt ihr euch beide viel vorgenommen, ja? Auf jeden Fall, wie gesagt, nachdem ich meinen Kopf frei habe, will ich mich wieder für hohe Ziele in Deutschland beweisen, zeigen, dass man mich auch gebrauchen kann. Jetzt müssen wir weitergehen. Ja, und wie gesagt, du hast heute zwar verloren, aber es war ein hochkarätiger Kampf, es war am Boden wirklich wie Schachspielen, es war Körper
super Schach. Viele Leute, die vom BJJ keine Ahnung haben, die sollten sich mal den Kampf angucken, weil da hat man wirklich gesehen, wie taktisch er angegriffen hat, wie taktisch du verteidigt hast. Also man kann nur sagen, Gratulation. Gibst du noch etwas, was du gerne noch sagen möchtest? Ich habe Thorsten, unserem Sportzentisten Rick, noch was versprochen. Danke für den geilen Zahnschutz. Er hat auch ein, zwei Mal geschlagen, hat auch getroffen. Aber da ist er verpufft, da ich einen super Zahnschutz im Mund hatte. Aber wie ist das eigentlich, wenn man den Mouthguard vom Sportzentisten hat? Merkst du da wirklich auch den Unterschied? Auf jeden Fall, er hat eine super Passform. Er sitzt, er wackelt kein Stück und er dämpft gewaltig. Ja, und auch die Atmung wird auch kein bisschen behindert. Kannst du das bestätigen? Auf jeden Fall, man kann super atmen und vor allem, er sieht geil aus, Leute. Also man kann jetzt wirklich nur sagen, Leute, also hier, wir haben das beste Beispiel, Dani Kimling schwört auch drauf, geht zum Thorsten Rick, den Sportzentisten, weil das ist der Mouthguard der Referenzklasse. Vielen herzlichen Dank, Daniel, dass du die Zeit genommen hast und alles Gute und alles Liebe und viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank.